So, ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung an Herrn Pechlivanus, an Miltos und ich finde es ganz toll, dass dieses Thema jetzt auf ein Tablett kommt. Weil es sehr spät ist und weil wir jetzt sehr viel Wissenschaftliches gehört haben, habe ich mir überlegt, dass ich auf die Fakten verzichte und das kann man ja dann im Druck machen. Da aber die Fakten nicht mehr Gegenstand, sondern nur die poetischen Schlussfolgerungen von mir jetzt vorgelesen werden, will ich mich trotzdem versöhnen mit der Wissenschaft. Und da ist mir heute früh eingefallen, dass als ich in Leipzig 1984, 85 über den jungen Georg Lukács gearbeitet habe, da hatte ich ein Buch in der Hand, was ich auch damals gelesen hatte, also was auch 1905 veröffentlicht wurde als Lukács die Seele und die Formen, also seine Essaysammlung veröffentlicht hat, und da kam auch Wilhelm Dilthey's Meisterwerk raus und Georg Simmel. Und Georg Simmel hatte ein Buch damals geschrieben, 1905, das hieß Die Philosophie des Geldes. Sehr berühmtes Buch. Und da erinnerte ich mich an einen Satz in der Vorrede, und das soll jetzt das Versöhnliche zwischen der Poesie und der Wissenschaft sein. Der schrieb also damals in seiner Vorrede, ich habe mir das jetzt ja abgeschrieben, der schrieb in seiner Vorrede Philosophie des Geldes von 1905, ich habe die Absicht, den Marxismus zu ergänzen, ihm einen Stock unterzubauen, so dass jene wirtschaftlichen Formen selbst als das Ergebnis tieferer Wertungen und Strömungen, psychologischer, ja metaphysischer Voraussetzungen erkannt werden konnten. So, also das finde ich jetzt ganz toll, dass mir Simmel sowas ermöglicht. Und ich gebe jetzt also dem, was wir jetzt gehört haben, die letzten zwei Tage, ein Stockwerk metaphysischer, einen Unterbau. Also ich werde das beschränken auf drei kurze Themenkreise. Das erste heißt unsere Eltern und da geht es um Gesellschaftssysteme und Ideologien. Unsere Eltern, fast alle kamen sie vom Dorf, was mir sehr wichtig erscheint, was auch in den zwei Tagen noch nicht gesagt wurde. Das kommt dann in meiner schriftlichen. Also unsere Eltern, fast alle kamen sie vom Dorf, kämpften zuerst gegen die deutschen Besatzer, dann gegen die Briten. Diese übernahmen die griechischen Kollaborateure der Nazis und statteten sie mit neuen Waffen und englischem Know-how aus. Diese bis eben noch Kollaborateure bekamen zudem Regierungsgewalt, die sie bis 1974 nicht wieder abgaben. Theo Angelopoulos schuf mit seinem großartigen Streifen Die Jäger das zutiefst melancholische Zeugnis einer geschichtlichen Phase, in der, nach Angelopoulos, von 36 bis 78, als sein Film entstand, dieselben parastaatlichen Strukturen, dieselben faschistoiden Personen in Griechenland den Machtapparat bildeten und mit der siebenjährigen Diktatur ihrer Herrschaft schließlich die Krone aufsetzten. Unsere Eltern jedenfalls fanden sich nach jenem Bruderkrieg wieder in Verbannungslagern, in Gefängnissen und viele von ihnen in den damaligen sozialistischen Ländern hinter einem eisernen Vorhang. Sie wurden von einem übergeordneten Schicksal, das den Namen Hitler oder Churchill oder Stalin oder Tito trug, mit kalten Händen weitergeschoben, bis sie irgendwo in Osteuropa eine Bleibe fanden, in kleinen Orten und Dörfern oder in fernen Großstädten mit für sie exotischen Namen. Bratislava, Oradea, Radebeul, Taschkent, Zgorzelec, um Gottes Willen. Unsere Eltern hatten hier keinen Besitz. Das Geld war stets am Ende des Monats alle.
Aber sie empfanden Dankbarkeit dafür, dass man ihnen Wohnung und Arbeit gab. Sie waren in Textilbetrieben tätig, in Bau- und Handelsgewerbe. Viele studierten und wurden Ärzte und Ingenieure. Aber sie blieben doch Entrissene und im Innern immer heimatlos. Heimatlos, weil Griechenland sie als Vaterlandsverräter stigmatisierte, sie dauerhaft aussperrte und häufig im Fall der Rückkehr mit dem Tod bedrohte. Und weil die neuen Gefilde auf sie zunächst wie Transithotel-Leben wirken mussten, gastfreundlich, aber fremd zugleich. Sie hatten persönlich nichts, aber auch gar nichts von dieser Odyssee. Ihr halbes Leben verbrachten sie wegen einer Chimäre in kalten Landschaften. Sie wurden in der Weltgeschichte herumgereicht von Mächten, auf die sie keinerlei Einfluss hatten und deren Kalkül und Pläne für sie nicht zu durchschauen waren. Sie kommen mir heute vor, und ich weiß, dass Sie das nicht gut fänden, wie aufgewirbelte Staubkörner der Weltgeschichte. Aber sie machten andererseits das Beste daraus. Sie kämpften, sie bildeten sich weiter und sie waren stark. Und trotzdem, unsere Eltern waren keine Akteure, sie waren einfach nur Getriebene. Wofür das alles? Und warum? Einerseits, weil unsere Eltern und noch weniger die Kinder keine Wahl hatten. Andererseits wegen ihrer Ideologie. Ich würde es so sagen, um ihres Glaubens willen. Sie hatten in den 40ern die Utopie des Kommunismus verinnerlicht und dafür sehr gelitten. Aber das Leben in Griechenland der 30er und Anfang der 40er Jahre hatte sie gelehrt, dass man sich wehren kann und muss gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Und die einzige Ideologie, die diesen Widerstandskampf in ihrem Sinne damals in Griechenland unterstützte, war die kommunistische. Der Glaube meiner Eltern hatte zweifellos religiöse Züge. Aber diese kommunistische Religion gründete sich nicht auf die Vorstellung vom Mysterium einer höheren, fernen Macht, sondern sie bezog sich auf ein real existierendes Gesellschaftsmodell, auf ein Paradies auf Erden, in dem unsere Eltern ab 1949 dann tatsächlich lebten. Das heißt, immerhin, die Richtigkeit ihres utopistischen Glaubens konnte am Alltag gemessen und geprüft werden. Und das war zugleich das große Dilemma, weil zum einen diese Wirklichkeit eben nicht das Ziel der Verheißung, sondern weil diese Wirklichkeit voller Widersprüche war und die diesbezügliche Verheißung sich immer wieder änderte. Zum anderen bedeutet diese Realität vor allem die ständige Auseinandersetzung mit einer humanistischen Utopie, die den Menschen im Mittelpunkt hatte oder vorgab zu haben, und der Frage, ob der Mensch im real existierenden Sozialismus tatsächlich im Mittelpunkt stand. Bei dieser Auseinandersetzung ging es immer, ich zitiere den Heilsbringer dieser Religion, Karl Marx, um die absolute Freiheit des Menschen in einer von Ausbeutung befreiten Gesellschaft. Von den zwei konkurrierenden Gesellschaftssystemen verhieß das eine, Freiheit in einer menschlich gewordenen Gesellschaft, und das andere, das westliche, verhieß Wohlstand verknüpft mit einer absolut individuellen Freiheitsauffassung. Letzteres Gesellschaftssystem konnte seine Versprechen zwischen 1950 und 1989 in gewisser Weise einlösen. Es war überzeugender. Das andere Gesellschaftssystem, in dem auch wir lebten, scheiterte. Seine Verheißungen erfüllten sich nicht. In diesem Dilemma lebten unsere Eltern und später auch wir. In der DDR stellte sich dieses Dilemma des Festhängens in einem Leben zwischen Utopie und Wirklichkeit graduell anders dar als in den anderen sozialistischen Ländern, denn in die DDR waren vor allem griechische Kinder gekommen. Diese hatten selbst keine heroische Epoche durchgemacht, sondern wuchsen in einem behüteten sozialistischen Brutkasten auf, mit der erzählten Geschichte, mit der erzählten Erinnerung von einer Heimat, die sie nicht wirklich kannten
und die ihnen bis auf Weiteres versagt war, und einer neuen Heimat, die eine vorübergehende sei, in der man viel lernen sollte, um irgendwann als kommunistischer Missionär in die alte, eigentliche zurückkehren zu können. Das zu den Eltern. Jetzt zu den Zäsuren. Ich nenne das Heimat und Vaterländer. Ich möchte drei Jahreszahlen nennen. 1968, 1974 und 1981. Und die damit verbundenen Ereignisse zunächst der beiden letzten wie folgt auf den Punkt bringen. In der DDR waren wir lange Zeit heimatlose Menschen. Das Jahr 1974 hat aus uns Menschen mit zwei Heimaten gemacht. Wir waren bzw. galten in der DDR als politisch Verfolgte. Das Jahr 1981 hat aus uns politische Gastarbeiter gemacht. Jetzt erkläre ich das, also wie ich das sehe. Fast 30 Jahre bis 1974 konnten die meisten politischen Emigranten, wie wir, Eltern und Kinder genannt wurden, nicht nach Griechenland zurückkehren. Dann stürzte die Junta. Konstantin Karamanlis brachte Griechenland die Demokratie. Er ließ durch eine Volksabstimmung die Monarchie abwählen, legalisierte die seit 1947 verbotene kommunistische Partei und ermöglichte den politischen Emigranten die Rückkehr in ihre alte, inzwischen unbekannte Heimat. Bis dahin hatten wir alle nur einen Fremdenpass und waren Fremde. Doppelt Fremde, sowohl in der DDR als auch in Griechenland, sowohl für die DDR-Bürger als für die Griechen. 1974 erhielten wir plötzlich unsere Identität zurück. Zum ersten Mal bekamen wir einen echten griechischen Pass. Damit hatten wir überhaupt erstmal einen Pass in unserem Leben. Und damit hatten wir auch auf einmal zwei Heimatländer. Wir konnten uns entscheiden, zum ersten Mal, wo wir leben wollten. Vor allem konnten wir nach Griechenland reisen und somit endlich aus unserer Zwangssituation, die fast 30 Jahre gewährt hatte, aussteigen, mental und emotional. Plötzlich hattest du die Wahl und für einige von uns Griechen der politischen Diaspora im Osten entpuppte sich plötzlich in eben dieser Osten als die eigentliche neue Heimat. Dann kam das Jahr 81 und brachte Griechenland Andreas Papandreou und mit ihm die in der Geschichte Griechenlands erste linke Regierung an die Macht. Durch die längst überfällige Anerkennung des antifaschistischen Widerstandskampfes im Zweiten Weltkrieg und durch das Repatriierungsgesetz, das endlich auch die Rentenansprüche Zehntausender ehemaliger politischer Migranten klärte, war man nicht mehr in der Situation, politisch Verfolgter zu sein. So wurde aus uns allen politische Gastarbeiter im sozialistischen Ausland. Einige zogen die Konsequenzen daraus, reisten aus nach West-Berlin und nach Westdeutschland und tilgten das Adjektiv politisch, sodass sie von da an einfach nur Gastarbeiter waren. Für die in der DDR gebliebenen galt dasselbe, das politische konnte und wurde abgestreift. Es gab keinen Widerstandskampf mehr. Ein Rückzug ins Private konnte endlich stattfinden. Durch den Sieg von Andreas Papandreou und durch das Repatriierungsgesetz war der kommunistischen Basis der Boden entzogen. Ein Prozess, der 68 begonnen hatte, der aber dann 81 manifest wurde. Die Machtübernahme durch die PASOK-Partei 81 bedeutete für die Kommunistische Partei Griechenlands dasselbe wie für die SED 1989 die Öffnung der Mauer, den Anfang vom Ende. Das hatte aber auch damit zu tun, dass im Lebensalltag der DDR seit Ende der 70er Jahre der Sozialismus als Utopie keine Rolle mehr spielte und das Ideologische als erstarrt floskelhaftes immer mehr zur Karikatur verkommen war. Die Konsumideologie der westlichen Welt wurde in der DDR immer beherrschender, zumal die SED-Führung und ebenso, wenn auch ganz anders, die KP-Führung in Griechenland ihre Rolle
als jeweilige utopistische Instanz längst eingebüßt hatte. Die Bürokratisierung sorgte für verkalkte Strukturen, die SED verkam zu einem Machtapparat, der sich auf starren Herrschaftspositionen eingerichtet hatte, als wären sie aus dem gleichen Zement gewesen wie die Berliner Mauer. Er hielt sich noch einige Jahre, dann begann er zu bröckeln. Im Grunde wussten es alle seit Ende der 70er Jahre. Es war vorbei mit dem sozialistischen Experiment. Dieses war an seiner kleinbürgerlichen Führung und seiner stalinistischen Machtstruktur gescheitert. Für uns in Griechenland, um zum dritten Datum zu kommen, war das Jahr 1968 von entscheidender Bedeutung. Bis zu diesem Zeitpunkt lebte man als Linker, zumal als Kommunist, in einer fortwährenden Hoffnung. Ich werde niemals den Silvesterspruch meiner Eltern in Rumänien Anfang der 60er Jahre vergessen, «Que tu chronos din patrida» und nächstes Jahr in der Heimat. Aber am 21.04.67 kam der Putsch der Obristen und in den darauffolgenden Jahren klang dieser Silvesterspruch nicht so optimistisch wie einst. Das fatalste Ereignis jedoch war die Spaltung der KP, die sich im Februar 68 während des 12. Plenums des Zentralkomitees vollzog. Durch diese Spaltung hatte man plötzlich so etwas wie einen inneren Feind. Man war einem doppelten Bruderzwist ausgesetzt. Zu der unnatürlichen Entzweiung zwischen links und rechts seit dem Bürgerkrieg kam nun die noch schmerzhaftere innere Entzweiung zwischen links und links, zwischen Stalinisten und Revisionisten. Diese Spaltung führte dazu, dass mein Vater vom Ceausescu-Regime wegen seiner Moskau-Treue 1968 ausgewiesen wurde und zusammen mit seiner Familie in der DDR ein zweites politisches Asyl bekam. Und jetzt ist der dritte Punkt, über den ich ganz kurz sprechen möchte, der heißt Kulturen und Mauern. Die DDR war ein idealer Lebensort für geistige Anarchisten. Das lag vor allem daran, dass man kaum Geld zum Leben brauchte. Oder anders gesagt, Geld war in der DDR nichts wert. Fantastisch. Der Lebensunterhalt konnte also relativ leicht durch alternative, vor allem künstlerische Tätigkeiten bestritten werden. Und man hatte viel Zeit in der DDR. Vielen Leuten, zu denen auch ich gehörte, ging es darum, einen hohen Grad an geistiger Freiheit zu erringen. So lässt sich der enorme Bücherkonsum erklären, das zum Teil massenhafte Besuchen von Lesungen und Theatervorstellungen, die Bereitschaft, sich zu treffen und zuzuhören, der Dialog zwischen einem Großteil der Schriftsteller und einem großen Publikum, die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, das alles diente nur einem Zweck, seine geistige Unabhängigkeit zu postulieren. Ich war damals 20, ein griechischer Exot, Student in Leipzig, lebte in einer tiefen Melancholie und war vom Pessimismus regelrecht durchdrungen. So entdeckte ich für mich die sogenannte Dichtung der Niederlage aus den 50ern, deren meist linke Vertreter wie Manolis Anagnostakis, Takis Sinopoulos, Aris Alexandrou und Michalis Katsaros sich als eine betrogene Generation, als eine Lost Generation ohne Perspektive fühlten. Genauso wie ich 1980, 81 in der DDR. Daher konnte ich in der mich damals umgebenden Trostlosigkeit Katsaros Ausruf von 1952 in seinem berühmten Poem nach Sadduzäerart sehr gut nachempfinden. Ich zitiere: Toten Wald der Wörter durchschreite ich stumm, entzünde die Laternen, die fahlblichtig lähmen die leeren Straßen, such die zu erheben, die mit ihren Namen aufs Herz mir sind gesunken, in geheimen Konferenzen, die gelünchte Namen, die Lebenden, weit abgestellt im Vormarsch, Rosa Luxemburg, Lenin, ihr Lyriker, Thälmann und Tanev, eisklirrend splittern sie hin auf das Teppichrot. Und ich entdeckte für mich,
und für meine anarchistische DDR, Janis Rizos, und übersetzte die Monochorde, viele seiner existenzialistischen Gedichte sowie das ungeheure Meisterwerk von 1978, wo folgende Verse zu lesen sind. Und auch wir mussten endlich zu einem Schluss kommen, zu einem großen roten Vogel, zu einem großen Hammer und Sichel. Und andere waren müde und niedergeschlagen, und andere hüpften wie lahme Spatzen über die Pfützen, das Wasser im schlammigen Vorort. Und andere hat Mercedes erworben und doppelte Dachgartenwohnungen und schauten von oben herab auf Busse, Fußgänger, auf die zerfetzten Fahnen. Und andere schliefen in Kleidern und Schuhen, immer zur Illegalität bereit, und andere erkannten in all dem eindeutige Zeichen eines endgültigen Scheiterns und andere Zeichen der Vitalität der Bewegung. Und andere in Kaffeehäusern oder Luxussalons beschäftigte immerfort die ewige Schuldfrage. Und andere, 30 und mehr Jahre zurückgeblieben, entlausten ständig ihre Jacken, glaubend, die Geschichte zu korrigieren und die Zukunft. Und andere kommentierten unbeteiligt rauchend die Ideen wie Zigaretten. Und viele Zigaretten waren auf den Fußboden gefallen und jene zerdrückten sie mit schön polierten Schuhen. Und andere hat nicht eine Zigarette, um ihrer Bitterkeit den Mund zu stopfen. Und die Soziologie war zu einem Problem der Nuancen geworden und die Philosophie zu einem Problem der grauen Flügel. Ich sah die grüne Ader im gelben Blatt. Ich wollte gehen. Der Nackte ist der Einsamste, der Entschlossenste. Etwas später traf ich bei der Arbeit an einem Band mit Gedichten von Yorgos Seferis, den Hallenser Künstler Fotis Tsaprasis. Du warst damals so klein. Der Grafiken für dieses Buch anfertigen sollte. Tsaprasis gehörte zu denen, die sich aus der Situation heraus, nicht nach Griechenland zu können oder später dort kein Zuhause wiederfinden zu können, sein ganzes Leben mit dem Griechenland beschäftigte, das ihm zugänglich war. Er kreierte es in seinen Grafiken und wurde während dieses Prozesses, gerade wegen seiner inneren Zerrissenheit, einer, der anderen den Zugang zu Griechenland ermöglichte. Derjenige, der einige Jahre lang, wenn er in Griechenland war, mit seiner Frau zusammen in einem Boot zwischen Festland und Insel hin und her fuhr, wo ihm auf beiden Seiten eigentlich nichts gehörte. Er selbst war eine Brücke, ein Vermittler, einer, der teilte, indem er sich mitteilte. Er fühlte sich einsam, befand sich aber in Gemeinschaft derjenigen, die sich als solche erfuhren, die allein waren. Diese Sehnsucht wurde von Fotis Tsaprasis immer wieder thematisiert und damit das Motiv der Reise nach Ithaka, das man nie erreicht. In jedem flüchtigen Augenblick war man nämlich zu Hause. Das traf auch auf die DDR-Griechen zu. DDR-Bürger, die eigentlich mehr zu Hause waren, als ihnen lieb, die sich an ihr Zuhause gefesselt fühlten und daran zugrunde zu gehen drohten, waren mit Fotis Tsaprasis zumindest in Gedanken unterwegs. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Unterwegssein im Geiste die Möglichkeit des Denkens in der griechischen, aber auch in einer weiteren Sprache Heimat ist. Im ständigen Befragen der Heimat, die uns nicht selbstverständlich gegeben war, uns Griechen in der DDR zumal, erschufen wir sie jeden Tag. Heimat war für viele Exilgriechen im Osten die griechische Sprache und die griechische Kultur. Und diese Feststellung erinnert mich an Axionestie. Das war eine schwere Doppelschallplatte, zwei schwarze Scheiben, die uns ein Freund meines Vaters 1965, als wir noch in Rumänien lebten, aus Athen mitbrachte. Ich war 5 Jahre alt. Heute ist mir, als wäre mir Griechenland durch Theodorakis Vertonung und Elitis Text wie ein durstig machender Saft eingeflößt worden und mir in Fleisch und Blut übergegangen, als hätte ich diese Musik und diese Verse schon 1965 mindestens 1000 Mal gehört. Sie waren das, was nach Griechenland schmeckte, roch,
Sie waren das Wasser und die Lichtreflexe, die Erde und der Schatten. Sie waren die tiefe Stille, aus der es sprach in die Ruhe der DDR. Sie waren eine Antwort auf das Befragen der Heimat, die uns genommen worden war. Alles das auf zwei zerbrechliche Schallplatten, über die mein Vater sanft mit der Hand strich. Dann legte er die eine auf den Plattenspieler, der so eingelassen war in so ein großes Radiogerät aus der Sowjetunion. Ich bekam die Plattenhülle gereicht. Eine barbrüstige Frau in der Mitte, das Schwert in der Hand, vier geflügelte Jünglinge mit Blumen um sie herum, vier schön exaltierte Engel. Viel später erfuhr ich, dass das ein Bild von Janis Tsaruchis war, das geheimnisvolle Bild mit den vier Jünglingen, den Musen des homosexuellen Malers. Märchenfiguren aus einer für mich damals total mysteriösen und doch tagtäglich erklingenden Welt. Aktionistie ist interessant. Aktionistie ist das poetische und musikalische Zeugnis eines Volks, so eine Art Tempelbau, ein Torso, das Artefakt, von dem auf das Ganze geschlossen werden kann. Und ich setze hinzu, da es mich persönlich betrifft, eines Volkes der Diaspora mitten hineingestürzt in dieses verfluchte 20. Jahrhundert, dem Elitis den Kampf angesagt hatte, mit seinen überschwänglichen, hymnischen, melancholischen und durch lyrischen Bildern, mit dem Glauben, durch die Kraft des Geistes die Wirklichkeit formen zu können, mit seiner mir unerklärlichen Gewissheit, dass durch die Veränderung des Bewusstseins eines jeden Einzelnen die Menschheit zu retten wäre. Wirklich seltsam, wie Literatur und Musik zu so etwas wie ein Rettungsanker werden kann. Seltsam, wie sich mir, als wäre sie ein Schal, die Trauer um Hals und Schultern legte und mit meinem Körper verwuchs, damals Anfang der 80er Jahre in Leipzig. Und ich lese in meinem Tagebuch von damals folgende Frage, auf die ich immer noch keine Antwort gefunden habe. Wo ist der Ort, an dem beides zusammenkommt, meine griechische Seele und mein deutscher Geist? Also ich würde sagen, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt mit Aktionistie, wo ich zu dem Film was sagen kann. Und wie sagte mein Vorredner, ich spreche jetzt vom Herzen. Ich spreche mit dem Herzen. Theodorakis ist wirklich interessant. Und warum hat sich vielleicht schon etwas herausgebildet in dem, was ich gesagt habe? Man muss Folgendes wissen. Theodorakis ist 1970 aufgrund einer großen Solidaritätsbewegung freigekommen. Die ist initiiert worden von Dmitri Schostakowitsch in der Sowjetunion und von Arthur Miller in den USA. Harry Belafonte und viele andere waren Mitglied dieser Befreiung. Und aus der DDR kamen Tausende von Postkarten, die ihm aus den DDR-Schulen geschickt wurden, Freiheit für Mikis Theodorakis, die nach Athen geschickt wurden. Das war eine von Hermann Kant in der DDR initiierte Solidaritätsaktion, nachdem diese große internationale Solidaritätsaktion begonnen hatte. Als er 1970 rauskam, dazu muss man wissen, dass ja Theodorakis er war Mitglied gewesen ist, er war ja auch für die ELDA in den 60er Jahren im Parlament, ist er rausgekommen während der Spaltung. Und als er in Paris angekommen war, erwartete die Öffentlichkeit, dass er sich positionieren möge. Also welche kommunistische Partei ist diejenige, in der er eintreten würde. Und weil er die Spaltung der KP nicht akzeptiert hat, hat er sich, also seit 68 auch dagegen gesprochen hat, mit der Bemerkung, es kann nicht sein, dass wir hier Militärdiktatur haben und wir streiten uns darüber, ob es nach der Revolution Diktatur des Proletariats geben soll oder nicht, weil das war der springende Punkt. In der Auseinandersetzung ist natürlich jetzt sehr abstrakt gesagt, aber irgendwo am Ende der ganzen Terminologie ist man dort angelangt.
Als dann aber Rumors kam, dass er sich frei gekauft hatte von der Junta unter der Voraussetzung, dass er sich nicht politisch betätigt, es kam so etwas auf, musste er sich natürlich positionieren und positionierte sich auch und ging zur Inlands-KP, auch wegen dem, was vorher in der Tschechoslowakei passiert ist und weil er auch glaubte, dass die Kommunistische Partei Griechenlands reformierbar sein müsse. Und er fing an, sehr freundschaftliche Beziehungen zu haben zu Santiago Carrillo, das war damals der Chef der spanischen Kommunistischen Partei, und mit Berlinguer, der Chef der italienischen Kommunistischen Partei, beides die zwei Führungs-KPs des eurokommunistischen Wegs, was bedeutete eben kein sowjetisches Vorbild, sondern ein Kommunismus, Sozialismus aufzubauen in den nationalen Farben. Also dass die Italiener das Recht haben, Revolution und Sozialismus anders zu definieren als im real existierenden Sozialismus bis dahin. So, es passiert jetzt Folgendes in der DDR. Also ich mache es mal ganz kurz, Theodorakis wurde verboten, nicht nur in der DDR, auch in allen anderen sozialistischen Ländern, und es wurden von ihm Platten regelrecht zerstört. Bei Eterna, wir haben dann später den Chef von Eterna ja in den 80ern getroffen, der uns das berichtet hat, dass 72 die dort saßen und diese Schallplatten zerstörten, zerstört haben. Er wurde nicht in dem Sinne verboten, dass man das öffentlich machte oder dass es einen Bann gegeben hat, aber es wurden seitdem bis 1980 keine einzige Platte mehr veröffentlicht. Seine Musik wurde nicht im Rundfunk mehr gespielt und so weiter und so fort. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass die Bands, die zwei oder drei Bands, die es in der DDR gegeben hat, in Leipzig und in Griechenland, in Leipzig und in Dresden, der griechischen Migranten kein Problem hatten, Theodorakis zu spielen. Es gab dann die Initiative von Peter Zache, das war ein Musikwissenschaftler aus Dresden, der 1975 den Canto General gehört hatte und der zunächst der versuchte, diesen Bann aufzuheben, um Theodorakis wieder in die DDR zu holen, und zwar mit diesem Canto General. Er war nicht SED-Mitglied, ich glaube, er war CDU-Mitglied. Er hat mich übrigens auch damals zur Musik gebracht, zur Übersetzung gebracht, zum Judentum. Also er hat sich sehr er sang im Synagogalchor, das ist ein ganz großes Thema in der DDR gewesen, DDR und Judentum auch sehr interessantes Thema. Also er brachte mich mit jüdischen Kultur zusammen und so weiter und so fort, mit Lineal Dati und mit anderen so Persönlichkeiten aus der DDR. Jedenfalls, um es kurz zu machen, 1979 gab es dann die Annäherung, 78, 79 gab es eine Annäherung mit Theodorakis und der Kommunistischen Partei Griechenlands. Man muss dazu sagen, dass 1972 Theodorakis auch aus der Eurokommunistischen Partei ausgetreten ist, weil er sie für genauso wenig reformierbar hielt wie die orthodoxe KP, und seitdem ist er nie wieder in irgendeine Partei eingetreten. Also 1972 war er dort auch weg, er war sozusagen parteilos und hat dann versucht, die Linke in Griechenland 1975 zu helfen, wieder zu vereinigen. Das ging schief, und jedenfalls kam sein alter Freund Florakis 1978 und bot ihm an, als Parteiloser den Wahlkampf für das Bürgermeisteramt in Athen zu führen, zusammen mit der Kommunistischen Partei, wie gesagt, als Parteiloser. Das hat er dann auch gemacht, hat, glaube ich, 18-19% aus dem Stand gemacht, was für die KP sehr, sehr erfolgreich war und nie wieder so erreicht. Und da war der Augenblick gekommen, wo diese Tür aus Griechenland wieder geöffnet wurde, und 1980 kam es zum ersten Besuch von Theodorakis nach Berlin, wo der Canto General aufgeführt wurde. Da habe ich ihn auch kennengelernt, da wurde ich sein Dolmetscher, erst mit Maria Faranduri und dann bei Mikis Theodorakis. Da kam es auch, um eine kleine Episode zu nennen, weswegen ich gestern anderer Meinung war, was Kukoe Pasok
Beziehung angeht. Ich war dabei bei einem Gespräch zwischen dem Politbüromitglied Hermann Axen, Herrn Florakis und Herrn Theodorakis 1980, also ein Jahr ungefähr vor den Wahlen, wo darüber gesprochen wurde zwischen Florakis und Axen, dass die KKR helfen soll und helfen wird, PASOK an die Macht zu bringen. Axen sagte den schönen charakteristischen Satz: Wenn wir mehr so eine Leute, revolutionäre Leute haben wie Andreas Papandreou, dann werden wir bald auch in anderen Ländern Sozialismus haben. Und ich musste ja Theodorakis übersetzen, und Theodorakis sagte zu Florakis, also auf Griechisch, «Αυτό θα είναι το τέλος σας, σαν κουκουέ». Also wenn ihr das macht, ist es euer Ende als kommunistische Partei Griechenlands. Er meint, er hat das dann auch erklärt, dass Papandreou bereit war, den antidiktatorischen Kampf als einziger eben nicht zu unterstützen in einer Widerstandsbewegung, sondern PAK, also das war die Widerstandsbewegung während der Junta, rein aus persönlich egoistischen Gründen und weil er als einziger und erster, also sein persönliches Interesse vor einer Volksfrontbewegung quasi gestellt hatte. Und er sagt, und zweitens hat er damals erklärt, dass alle großen Losungen sind die Losung der Kommunistischen Partei, und er wird sie nehmen und er wird euch sozusagen in die Ecke der Geschichte schreiben. Es gab, um das zu Ende zu erzählen, also was ich sagen will ist, PASOK und die KKR hat so ist mein Wissen durch diese ganzen Gespräche, eindeutig geholfen, die KKR hat geholfen, dass PASOK an die Macht kam. Ein Jahr später gab es ein weiteres Treffen, und zwar, da ist der Rundfunkchor Berlin zu Theodorakis gegangen, 80, und hat ihn gebeten, dieses Werk zu Ende zu führen, weil Theodorakis gesagt hatte, als er bei Pablo Neruda und bei Salvador Allende 1973 war, hatte er vor, 13 Teile zu vertonen, die Neruda auch mit so einem blauen Stift in sein Buch eingetragen hatte, und Salvador Allende hatte mit schwarzem Stift in sein Buch das eingetragen, und das hat uns auch dann auch gezeigt, und sagt, also ich habe nur acht Stück, es fehlen noch sieben. Und das hat er da in Berlin mal gesagt, da kam dann der Peter Zacher zusammen mit dem Chef des Rundfunkchores und hat ihm den Auftrag gegeben, ein Jahr später die Uraufführung des ganzen Canto zu dirigieren. Und aus dem Anlass, das war im Palast der Republik, aus dem Anlass kam auch Florakis nochmal extra nach Berlin. Und damals gab es also, wie gesagt, diese Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit hat Theodorakis auch mit der KKR dann beendet, wie gesagt, immer als Parteiloser 1983, weil er ziemlich enttäuscht war. Und 1981, während dieses, und da sind wir auch beim Beginn des Filmes hier, während dieser Uraufführung oder vor der Uraufführung passierten zwei Dinge. Ich bin gefragt worden von dem Achim Tschirner, der mich dort kennengelernt hatte als Mensch, der von Literatur und von Musik und von Theodorakis und all das so ziemlich viel Ahnung hatte, ob ich nicht mitmachen würde an einem Film über den Canto General. Und das war natürlich toll, meine erste Filmarbeit. Und da habe ich sozusagen als Fachberater, Übersetzer, Interview, das habe ich gemacht und so. Und Achim hat Regie und Buch geschrieben, und der Rainer Schulz, werdet ihr sehen, ein super Kameramann, hat mit einer Ariflex 35 mm das Ganze in Schwarz-Weiß gedreht. Also es war von vornherein für Kinoqualität gedacht. Das hat auch mehrere Preise damals bekommen. Es ist natürlich, na gut, ihr werdet ja selbst sehen. Und dieses eine Jahr später, als Uraufführung gab es auch einen Empfang, und da war auch wieder Herr Axen und Herr Florakis und Herr Theodorakis, und die beiden haben den Sieg von Andreas Papandreou gefeiert, und Theodorakis hat den beiden kondoliert. Also das war nur um diese Sache zu Ende zu bringen. Ja,